Willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Dieses Video ist schon ewig alt und ich habe gerade gemerkt, dass ich keinen Anfang dafür habe, deswegen filme ich es jetzt eben. Wenn ihr das letzte Video gesehen habt, habt ihr gesehen, dass ich dafür auch das Ende gefilmt habe, weil ich irgendwie ein bisschen durch den Wind war. Magst du es gerne, deine Füße ins Bild zu strecken? Vor allem, die sind nicht einmal sauber. Geh mal duschen. Alle haben dreckige Füße. Nein, ich habe saubere Füße, ohne Witz. Meine sind sauber. Aber rechnet Ja, ich wünsche euch jetzt einfach ganz viel Spaß bei diesem Video. Tschüss. Cup alone, pick it up just like this. Cup of Ace, cup of Goose, cup of Crisp. I said, baby, I do this. I thought that you knew this. They say the way it is, and that is the truth is. Just so long, sad. Warte mal, ich verstehe nicht. You got somebody other than me. Don't play a victim when you're always me. Hey, girl, let me talk to you. If I was your boyfriend, never let you go. Just trying to get you out. I don't think of this much. We don't need a lonely night. Maybe I can make it right. Windstill zu machen, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube, jetzt gerade ist es ein bisschen windstill. Also ein bisschen windstill, wenigstens minimal. Also wir sind beim Wild Papa Lighthouse. Falls ihr mich gerade nicht verstanden habt. Unnormal. Bei Jule gibt es erstmal einen Snack. Erstmal einen Snack. Also wir sind hier beim Slow Point. Und zwar ist das der südlichste Punkt von der Südinsel von Neuseeland. Also südlicher geht schon nicht mehr. Obwohl ich habe im Kommentar gelesen, dass es gibt irgendwie noch so eine Insel, aber. Ja, dieses, was da stand auf dem Zettel, oder nicht? Ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall richtig. Windig, regnerisch. Heute ist es Shitwetter. Was ist Shitwetter? Shitwetter. Shitwetter. Shit. Shit. Shitwetter. Oh, ich bin irgendwie voll müde. Nee. Alter, ich bin nicht raus. Oh, kommt die überhaupt noch in ihr Auto? Wir stehen 3 Jahre von dem Auto weg. Oder 3 Jahre? Das ja, das meine ich. Also eigentlich soll man hier Pinguine und Delfine sehen, aber ich glaube, die haben sich irgendeine andere Stelle gesucht als dieses stürmische Wetter hier. Weil da sind hier nur Menschen. So, wir wollten jetzt eigentlich zu den so. So, wir wollten jetzt eigentlich zu den Cathedral Caves, aber uns wurde gesagt, das ist hier die ganze Strömung, der Sturm und so ist zu hoch, man kann da nicht rein. Jetzt fahren wir weiter. Schade, darauf hätte ich nicht. Schade, Schokolade, ne, das wär schon schön gewesen. Und jetzt schauen wir weiter auf die Karte. Cathedral Caves am Arsch, machen wir das nächste. Das ist ein richtig schicker Beach. Das ist ein ordentlicher. Das ist hier der Nugget Point. Ich dachte eigentlich, dass man da ganz runter kann. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwie eine Möglichkeit. Aber keine Ahnung. Boah, ich glaube, auf der Kamera sieht man das gar nicht. Aber da sind Seehunde. Freunde. Sieht man uns überhaupt? Besser ist es, ne?
besser ist nicht. Hier ist genug Platz links, ne? Also wenn wir. Ja, wir müssen da raus. Wir sind jetzt in Dunedin. Oder wie hat er das im Radio gesagt? Dunedin. Aber keine Ahnung. Wie auch immer es heißt, wir sind hier. Und jetzt wollen wir auch mal hier das Nachtleben erleben. Oh, da ist eine Oma in ihrem Nachthemd. Oh, ich erschreckt die alle nicht. Das ist ein bisschen frisch irgendwie. Ja, Schude, ich würde aufpassen. Merkt ihr, wo der Platz ist? Also wir fahren jetzt da lang? Nee, lieber nicht. Nee, lieber nicht. Das sieht da so eng aus. Also wir fahren... Ja, wir finden das sowieso nicht wieder, aber... Wir fahren an der Kitchen vorbei. Ach so, ja. Okay, ich nehme die Kamera eh mit, also werdet ihr schon... Oh, dann wäre ich wieder richtig und updaten. Ja, richtig am Updaten werden. 10 Minuten, ja. Dann links abbiegen. Bye! Ich finde es irgendwie so merkwürdig, in einer fremden Stadt so feiern zu gehen. Vor allem, wir waren einfach noch gar nicht sonst in der Stadt. Deswegen ist so... Aber die Stadt, also es ist richtig viel los. Also ja. Was ist das viel? Man sieht das wahrscheinlich gar nicht so. Nee, aber schon. Hier sind schon viele Leute. Ja, ja, ist das, ich finde, das sieht ja so ein bisschen aus aber wie Polen oder so. Hier. Also und hier ist eine Kirche, eine riesige. Ja, stimmt. Die Queenstown war halt klar und alle Leute sind durch die Straßen. So, ja. Das war cool. Guck, hier steht das. Hier steht so Free Parking. Naja, wir gucken jetzt mal, wo wir hingehen, wenn wo, wir die, reingelassen wo die uns reinlassen. Mit unseren Outfits. Weil wir sind so ungeschminkt. Ja, wir sehen halt so ein bisschen gammelig aus, aber naja. Ja. Und die anderen gerade so laufen über die Straße, ist wieder anbestanden, alle so, so in kurzen Kleidern. Und ja, und wir so. Richtig fertig gemacht. Nachtleben übrigens aus. Die Leute sind crazy. Ja, wie fühlst du dich? Irgendwie hat es den so Sachen. Vernünftig? Ja. Also so extrem. Die sind irgendwie alle hier so außer Rand und Band. Also wir waren ja gerade in diesem Club, aber wir haben ihn jetzt auch schon wieder verlassen, weil... Also es war okay. Es war okay, ja. Okay. Weißt du nicht, es ist so komisch, dass wir uns alt fühlen. Ja, genau. Das ist so. Und das ist obwohl wir ganz. Wir sind jung, aber wir fühlen uns alt dort. Ich weiß nicht. Ach, keine Ahnung. Kann man schlecht erklären. Als wir reingegangen sind, kein Problem. Wir dachten so, oh, was ist das für ein Club? Lass da vielleicht reingehen. Dann gehen wir raus, ist dann einfach mal unnormal lang. Wir haben schon gemerkt, so, es wird voll, es wird voll. Ja. Aber dann gehen wir raus, die Schlange geht einfach bis zum anderen Ende der Straße. Ey, das war unnormal. Und ich glaube, die gehen alle hier dahin. Ja, die kommen uns alle entgegen. Wir wollten da essen sehen, wir wollten essen sehen. Ja, wir sind noch spontan Leuten hinterhergelaufen. Ja. Ja, irgendwie tut es hier irgendwo weh in meiner Nase, Halsregion. Das ist nicht gut, das ist kein gutes Zeichen. Hier, ich sag's euch, die sind alle hier. Da wird irgendwie Essen verkauft. Ist das Hotdog oder? Da kaufen sich Leute für 2 Dollar einen Hotdog. Wir sind jetzt zur Otago Peninsula gefahren und das sieht hier so schön aus. Allein schon der Weg hierhin war so pretty. Look at that. Hoffentlich sehen wir heute Pinguin. Weil das, ja, ich glaube irgendwie nicht. Ja, eigentlich soll man die eher am Morgen- oder Abenddämmerung sehen. Also sind wir gerade ein bisschen zur falschen Zeit hier, aber wer weiß, vielleicht haben sich da ja doch ein paar verirrt so oder so. Es wurde uns ja heute auch gut gestimmt. Ja, heute ist viel besseres Wetter als gestern. Ja. Also, hast du gestern gefilmt? Ja. Ja. Ey, es war gestern so ekelhaft das Wetter, aber jetzt so schön warm und sonnig und keine Wolken. Ja, ist echt schön. Da hat man direkt bessere Laune. So heißt das hier übrigens, Sandfly Bay. Und siehst du Pinguin? Nee? Schade. Wir wollen jetzt noch ein bisschen näher ran.
Und hier ist der Weg hoch ist scheiße, aber das hier runter zu gehen, das ist nice. Zack, 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 zack. Ah, der Sand ist so richtig schön weich, angenehm warm. Komm hier runter, okay, Mutti. Die macht sich mit Sand voll. Ja. Hey, komm rein. Es ist schwer, die zu unterscheiden vom Stein. Ja. Man sieht die auf den ersten Blick fast gar nicht. I've been down so lonely, look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me. Straight up to my face. Straight up to my face. Next stop for today. Wir hatten eine kurze Unterbrechung, mussten mal eben tanken und was essen. Was? Ich hab gesagt, wir hatten eine kurze Unterbrechung. Sieht aber nicht so schön aus. Auf der Kamera sieht es ganz okay aus. Sieht aus wie ein Märchen. So Rotkäppchen spaziert hier so entlang, um zu ihrer Großmutter zu gelangen. Yeah. Die Großmutter von den Rotkäppchen haben wir gefunden. Haben ihr Wein und Brot gebracht. Wir haben ihre gute Hütte hier gefunden. Soll ich mich mal da vorne hin? Ich leg mein Handy vorhin, ne? Ja. Das ist heftig, ey. Aber man kriegt so ganz kurz immer wieder so Panik, wenn man runterguckt. So. Fuck, da würde ich jetzt nicht gerne runterfallen. Boah. Geht schon. Sieht so krass aus hier einfach. Wir sind jetzt bei der Baldwin Street. Ich glaube, man sieht das gar nicht so gut. Das ist die steilste Straße der Welt. World's Steepest Street. Hört gerade einer mit dem Fahrrad hoch. Der ist crazy. Denkst du, das Auto kippt so nach vorne? Holy shit! Mein Gott! Kann ich mal bremsen? Awesome! Bisschen weiter so. Hast du das perfekte Bild hinbekommen? Werde ich noch sehen. Wir sind ja noch hier. Kidding. Wir machen jetzt übrigens eine Street Art Tour, Trail, wie auch immer. Und wir haben das erste Gemälde gefunden. Wann ist überhaupt Gemälde, wenn es auch gestanden? Wir haben das erste Bild gefunden. Bild? Das ist schlapp. Hier ist es. Ich dachte, es wäre ein Drache, aber das ist auch Hey, was ist das denn? Eine Eidechse oder so? Ja. Nummer 2. Another one. Sieht ein bisschen aus wie Bob Marley von hier. Ja, habe ich aber auch gedacht, als wir darauf zugegangen sind. Ihr passt gut zusammen. Ja. Sieht aus wie wenn man in der Schule ein bisschen Langeweile hatte. Die Hippie Street. Guckt euch das an, die Bäume. Hier sind einfach so. Boah, ich bin voll erschrocken. Hier sind so. Keine Ahnung, was da. Ein Topf? Für die drei Nudeln. War voll süß. Pizzaschneider dran. Hier, das hier? Nein, hier. Ist das hier ein Knoblauchding? Knoblauchpizza, ja. Da ist ein. Aber ist es nicht für scharf? Ja, hab ich doch extra so ein Täschchen. Ach, extra ein Täschchen? Extra ein Täschchen. Ah. Aber warum? Das müssen wir mal herausfinden, warum hier so ein Bäumchen das verdient hat. Was ist das so richtig schlechte Laune-Ding? Das Teil? Ja. Sieht aus wie. So, warte. Warte. So. Jetzt kommt's. Du musst das mit drauf machen.
Weißt du, wie das aussieht, so. Wie so ein, wie ein Furby? Kennst du die? Diese kleinen Eulen oder ach, was auch immer ja, das war? Da. So sieht das aus irgendwie. Auf jeden Fall. Geht's hier weiter? Geht's hier weiter? Schnell, komm, Digga. Und da steht natürlich ein Auto. Cool. Das bist ja du! Mensch! Mensch, was machst du denn hier? I mean, look at that. Geht's direkt weiter? Another one. Und another one. Oder erkenne ich gar nicht, was das ist. Sieht das ein Kleid oder so? Und hier ist noch einer. Pinguine! Oh, und da ist auch noch einer. Ah, das sieht aus wie ein Kleid auf einer Wäscheleine. Okay, ein bisschen scary hier, aber hier ist eine schöne Zeichnung. Ich glaube, das ist nicht mal gezeichnet, sondern ausgedruckt, draufgeklebt. Aber immerhin ist nicht ah, da ist noch eins. Warum hast du zwei? Das ist aufgeklebt, ja, habe ich auch dann gemerkt. Ah, die trinkt aus der Leitung. Mensch. Another one. Major Key. DJ Khaled. Das sieht echt heftig aus. Boah, das ist krass. Das ist nicht nur heftig, das ist mächtig. Das erinnert mich irgendwie an irgendeinen Film. Das ist alles erinnert mich an so Fantasy-Filme. Ja. Aber das ist frisch. Guck ist mal. Ist nicht fertig. Das ist noch nicht einmal fertig. Crazy. Guck mal, bunte Hundis. Oh, der sieht gut aus. Da ist sie. Ja, da werden wir nicht reingelassen hier. Hä? Hörst du das? Das waren so Geräusche, ey. Regnet. The last one. Wir haben es geschafft. Wo ist der Plan da, würde ich sagen? Ja. Okay. Ich glaube, das stand gar nicht auf der Liste, aber. Ist neu oder so? Ja, kann auch sein, ich weiß nicht. Man hat nur so die Hand gesehen, ja, als wir gelaufen sind. Wir haben nur das gesehen und waren so, what's that? So, Pancakes. Zweite Ausfahrt. Ich glaube, da hinten sind die Höhlen, die wir gerade suchen. Wir sind hier übrigens, also ich habe nachgeguckt, die Flut, die fängt bald an. Das heißt, wenn wir Pech haben, wenn wir 10 Jahre Fotos machen, kommen wir vielleicht nicht mehr zurück, weil dann hier überall Wasser ist. Jetzt geht's in die Höhle. Jetzt wird's dunkel. Oha. Alter, es geht noch weiter. Oh, hier ist schon Wasser. Hä? Ich habe gesagt, hier ist schon Wasser. Normalerweise kannst du halt da auch noch durch. Ich kann halt die Perspektive hier ist mit der Kamera. Ist halt immer zu hell, ich hasse das. Ach so. Jule hat einen Snack für zwischendurch gefunden. Ist das mal? Nee. Was? Nee.
probieren beide. Okay, wir probieren beide. Sterben wir gleich. Und? Schön sandig. Und algig. Und ja. Ich schmeck nur Steine. Das schmeckt wie Sushi. Und da siehst du diese Felder da hin, unter dieser Wolkendecke. So, wir sind jetzt zum Checkpoint. Zum Checkpoint gefahren. Und da sind ganz viele Skills. Da hinten fallen die alle auf den Stein. Aber mal wieder keine Pinguine. Ich möchte doch endlich Pinguine sehen. Es ist so kalt hier. Ich habe in der Wetter-App nachgeguckt, 15 Grad haben wir es. Das kann nicht kalt sein. Für die Süßen. Das sind endlich Pinguine, oh mein Gott. Das sind Pinguine. Die sind so süß. Die chillen einfach mit Karnickels auf so einer Insel. Aber ich glaube, normalerweise konnte man noch bis dahin. Dann haben die extra den Zaun gemacht, damit die noch geschützter sind. Hier sind ganz viele Seals wieder. Schnee raus. Ja. Wow. Sieht ein bisschen aus wie so eine Ratte oder so. Maulwurf. Ja, Maulwurf. Oder ein großer Maul. Wir sind hier auf dem Campingplatz und wir sind heute schon richtig früh auf dem Campingplatz gefahren, weil wir irgendwie beide nicht so wirklich die Motivation und Lust hatten, irgendwas zu machen. Und dann dachten wir uns, deswegen gibt es jetzt erst mein Schlechte-Laune-Buffet, liebe Freunde. Ich hatte auch eigentlich meine Kamera beim Aufladen, aber ich habe sie extra geholt. Soll ich das hinten zumachen? Oh. Bye. Guckt euch das mal an. Wenn das nicht super. Die hat sogar extra alles hier perfekt für Snapchat und Instagram hingelegt. Erzähl mal, wie war dein Tag heute, Jule? Jule ist heute schon einfach mit dem falschen Fuß aufgestanden. Mit so Pornomatratze. Hab ich das schon mal gezeigt? Nein, mein Handy ist aus. Oh ne, doch nicht. Aber Snapchat hier, ich zeig euch das mal. Also. Hier, auf unserer Matratze sind zwischendurch so Herzen und Blümchen und da steht Love. Love, Life, halt Love. Wir hatten ja eigentlich voll das Highlight, weil wir haben heute Pinguins gesehen. Und ich sag so, wenn wir Pinguin sehen, dann ist der Tag besser. Ja, yeah, brighten up my day. Also Freunde, ihr nehmt ein Brot, dann macht ihr Hummus mit hier Pesto und getrocknete Tomaten rein. Drauf, meine ich. Und Pfeffer. Und dann kommen Sweet Chili Nachos drüber. Boah. That's the bomb. Freunde. Das ist ein Highlight, Alter. Wie ihr seht, Jude ist krank geworden. Again. Oh Mann. Warum konntest du das nicht diesmal? I'm sorry. Also ich fühle mich auch nicht ganz so gut, aber es geht noch. Es ist noch nicht so wie bei dir. Geil, viel trinken. Ich war gerade so puselig. Auf jeden Fall muss man normalerweise immer um 10 Uhr morgens raus und haben gerade dieses
Schild gesehen. Alter, Beste. Wir müssen erst um 1 Uhr weg. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Jule gibt jetzt erstmal Tee und Honig. Und mir gibt es eine eklige Instant-Nudelsuppe. Wir brauchen unbedingt wieder die leckeren. Alter! Ich dachte gerade, die haben hier ein Panini-Maker. Das wäre es noch. Ist aufgefallen, ich vlogge irgendwie nie unser Frühstück. Dann. Haferflocken mit Wasser. Das gibt Besseres. Und da kommt jetzt erstmal noch ein Löffel Peanut Butter mit rein. Oh, das war ein bisschen viel. Und Marmelade, obwohl. Nee, war doch nicht zu viel. Bei Jule gibt es die Version mit Nutella. Und diese. Ah ja, die packe ich auch noch gleich mal. So, Jule, erzähl mal, was machen wir heute? Was machen wir heute? Nix. Legen. Aha. Ah. Nee, was machen wir heute? Nichts. Ne? Nichts? Ja. Das ist die Antwort. Ganz genau. Nichts. Ist hier echt auch so ein Drachenei oder so? Ja. Vielleicht ist es ja ein Drachenei. Hallo? Ist da jemand drin? Hallo? Eiskugeln. Du hast scheinbar Bock auf Eis, oder? Ja. Ey, aber die sehen echt aus wie Dracheneier. Richtig so. Das Baby da drin bringt das so zum Cracken. Wir müssen gleich da vorne gehen. Ja, das sieht voll schön aus. Guck mal auf die Kamera. Oh, ja. Einfach alle so nach Fotos machen. Ja. So wie wir. Ich wollte gerade sagen, wir auch. Aber es sieht voll schön aus, finde ich. Sonnenaufgang wäre bestimmt auch richtig nice. Ja, ist ja nice. Aber es sieht auch hübsch aus. Oh, ist fertig. Ja, warte, wir lassen einfach so nochmal. Komm, das reicht. Nicht, dass die wieder schwarz guck mal, werden. Das geht schon auf. Das riecht aber gut. Guten Morgen, wie Good geht es dir? Guten Morgen! Seht man mich? Ja. Lass das nicht. Guten Morgen, Freunde. Guten Morgen, wir gehen jetzt was essen. Seid ihr auch schon alle wach? Echt? Geht so das Lied? Bei uns gibt es jetzt erstmal ein Haul. Und zwar haben wir uns beide neue Flipflops geholt. Echt nice. Willst du auch eine? Sind das so welche, die man so schälen kann? Ach so, meinst du nicht? Doch. Da, ich glaube schon. Da geht's jetzt hin. Hallo! Hi. Wir sind jetzt auf dem Weg zum so. Nichts. Wir gehen ein bisschen spazieren hier. Wir wissen nicht, was uns hier erwartet. Nee. Eine schöne Aussicht. Weil hier sind so, das sieht man jetzt nicht, Berge. Und ich darf nicht so mit der Kamera wackeln. Habe ich gelernt. Und ja, wie geht's dir? Besseres, aber ist okay. Ja. Wir sind beide ein bisschen angeschlagen. Ja. Ich weiß nicht, hast du gefilmt bestimmt, wie schlecht das Wetter war, ne? Ja. Ja, so fühlen wir uns jetzt. Es war halt richtig kalt und so. Ja, nass halt. Das hat die ganze Zeit geregnet. Und ja. Wir sind ja den ganzen Tag Auto gefahren und haben uns nicht umgezogen. Ja. Als hätte sich auch nicht gelohnt, aber der Weg zum südlichsten Punkt zum Beispiel, da war es so kalt. Ja. Naja. Naja. Wir haben sonst auch nichts Neues zu erzählen, oder? Zu erzählen. Also wir glauben, wir sind hier beim Lookout angekommen. Es war ein Spaß. War ein Spaß. Echt? Ich dachte, du meinst ernst. Ah, hier geht es noch viel weiter hoch. Also eigentlich geht der Weg noch weiter, aber wir bleiben jetzt bei diesem
Lookout Nummer 2. Der, glaube ich, noch lange nicht der Lookout ist, aber ist okay. Diese Steine, ne, die sind halt irgendwie relativ zerbrechlich. Also man kann die irgendwie voll leicht brechen, deswegen vertraue ich denen nicht so. Da drauf zu chillen. Da bricht man einfach ab und fällt runter. Scheiße. Aber es ist nicht Polizei, oder? Nein. Weil dann müsste ich mich wieder nach vorne setzen. Das wäre es jetzt eben. Wir haben übrigens noch was heute ganz Cooles gekauft. Smoothly Does It. Dieses Shampoo, das ist, glaube ich, die günstigste Marke, die wir finden konnten. 400 Milliliter für 4 Dollar. Aber das ist schon teuer. In Deutschland kriegst du mehr wenig. Ja, das meine ich. In Deutschland gibt es Balea für 60 Cent oder so. 4 Dollar. Alle unsere Shampoos gehen langsam leer. Aber es riecht. Es riecht nice. Ja. Hast du schon gesagt. Wir haben gerade schön Abendessen gehabt. Heute hat es gut geschmeckt. Ja. Haben wir das eigentlich erzählt, nee, dass gestern eklig war? Das war so eklig, Leute. Also ich mag es ja eigentlich nicht, so Essen als eklig zu bezeichnen, weil ich bin so ganz ehrlich, wie viele Menschen haben kein Essen und ich, ja, okay, ich bezeichne stimmt. mein Essen als eklig, aber es hat wirklich nicht geschmeckt. Es war einfach so. Man kann es nicht anders bezeichnen, das war. Wir haben alles. Und wisst, kennt ihr das, wenn ihr immer mehr reinmacht und immer das Meer retten wollt und es immer schlimmer wird? Ja, zum Beispiel so immer mehr Pfeffer und dann so. Das hat es irgendwie nicht besser gemacht. Ja, so war es gestern. Aber heute hatte ich Mashed Potato und Jule hatte lecker Couscous. Das war echt lecker. Couscous mit Avocado und Gurke, Alter. Und Ketchup und Garlic Salt. Alles klar. Unsere Mandeln feiern zwar immer noch eine Party, aber... Unsere Walnüsse. Ja, ich habe mich gefragt, warum nennt man das eigentlich Mandeln? Du meinst, Jule, ja, dann nennen wir die halt Walnüsse. Voll witzig. Erzählt uns doch mal was. Ja, ach, erzählt uns doch mal was. Ganz ehrlich, wir erzählen immer die ganze Zeit was. Ja, ganz ehrlich, ne? Ganz ehrlich, und ich... Naja. Naja. Another one, Chipgang. I hate my life, Alter. Leute, das ist echt traurig. Ich wollte Laura wieder pranken, aber ich sehe aus wie sonst was. Fresh out the shower. Ich wollte sie pranken. Du hast immer noch die Hoffnung, dass es gut klappt. Ja, guck mal, ich sehe aus. Hübsch. Liebe Freunde. Die letzte Nacht war einfach so unnormal kalt. Also wirklich, es war eisig. Look out. Also da hinten seht ihr. Und guck. Das hier ist Lake Pukaki. Das ist Jule. Zum Glück scheint die Sonne, ey. Put your up and your down and be sweet. All I really wanna know, what do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you wanna say no, what do you mean? So, wir sind jetzt hier so nah wie möglich an den Mount Cook rangefahren und da ist ein Baum vor. Oh, kann man da unten hin? Aber wenn ich das Geräusch höre, muss ich noch dringend auf Toilette. Oh, das hier ist ein bisschen abgebrochen. Da stelle ich mich lieber nicht drauf. Hier. Jule, Alter! Alter, zum Glück habe ich das vorher. Da habe ich mein Rechtsbein vorher nach unten gestellt, Alter. Ja, weil das Teil, das ist schon so abgebrochen. Naja, da ist eigentlich Mount Cook hinter dem Baum. Alter, ey, ich hatte gar nicht den Schock. Da seht ihr, sind die Berge mit Schnee drauf.
Findest du komisch, dass da einfach Schnee liegt? Jule ist gerade auf Toilette. Und ich sitze hier im Auto und denke mir, warum tun diese Mandeln so weh? Ich habe das ja schon häufiger erzählt. Ich werde ja eigentlich so selten krank. Und in der letzten Zeit, ich hatte ja 3 Erkältungen nacheinander und jetzt wieder das. Immunsystem, do your job, please. Okay, jetzt war es nicht so krass, aber vorhin ist schon mal ein Auto an uns vorbeigefahren, ein LKW, und hat einfach gar nichts mehr gesehen. Ich wollte filmen, wie man nichts sieht, aber gerade ist nicht so krass irgendwie. Oh shit. Und übrigens, die Sojamilch hier schmeckt einfach voll lecker. Das ist besser, Alter. Besser als die normale Milch. Ich verstehe. Wenn ihr die in den Kaffee macht, Alter. Schmeckt richtig. Ich hatte gestern Tee mit der Sojamilch und auch Kartoffelpüree und ey, die schmeckt einfach voll gut. In Deutschland mag ich Sojamilch gar nicht. Ja? Sieht man gar nichts. Guckt euch das an. Vor allem, wir waren auf der Straße. Hier geht's ja noch, aber. Hier zieht es nur so ein bisschen rüber, aber. Das funktioniert doch. Die sind auch richtig gut, die Cornflakes. Ah. Die schmecken gut. Die gibt es in Deutschland gar nicht so vergleichsweise, oder? Nee. Ja. Leute, wir sind hier am Lake Pukaki. Tekapo. Richtig, richtig schön. Nicht so mit der Kamera wackeln, Junge. Warte, da ist auch noch. Da gehe ich auch noch weiter. Und jetzt machen wir eine kurze Pause. Es war zwar gar nicht anstrengend, aber wir brauchen eine Pause. Und wie denkst du heute, wie wär's, Alter? Hä? Mit deinem Modern Dance? Sie hat einen Modern Dance gemacht. Ich hab gerade das beste Fotoshooting gehabt. Vielleicht sehe ich ja was auf Instagram. Wir haben gerade mit Marina gefacetimed. Ich weiß nicht, wie sagt man das richtig? Facetimed? Gefacetimed? Ist das ein Wort? Wir haben Facetime mit ihr gemacht. Das hört sich nicht besser an. Nee, das hört sich echt nicht besser an. Und jetzt fahren wir zurück zum Campingplatz. Und machen Pancakes! Oh, Alter. Ja. Nach so einem Scheißtag mit unserem Scheiß. Mandelkackzeug mit unseren Walnüssen hier. Da freut man sich auf Pancakes. Die Nächte sind hier, hast du schon gesagt? Ja, auch das Erste, was ich gemacht habe, war vloggen. Ich so, ey, es ist so kalt. Mir ist jetzt auch schon, ich merke schon wieder, es wird kalt. Vor allem, das ist eigentlich nicht so der Körper, der kalt ist, sondern einfach, du merkst diese kalte Luft in dir. Ja, du bist einfach komplett durchgefroren. Ja. Hier ist unser guter Platz, keiner geklaut. Zu Hause angekommen. Wir müssen noch meine Taschenlampe. Wollen wir gleich wieder nicht sehen. Nicht sehen? Alter, ich dachte, wir haben hier aufgeräumt, aber hier sind wir. Das sieht aber aus wie hier. Das sieht ja aus wie bei Hinz und dann Sofa. So, die Jule ist wieder am Snacken. Ja, also wir haben hier sowas gefunden. Hier gibt es wohl so alte Maori Zeichnungen und das müssen wir jetzt suchen. Let's go. Hier irgendwo bei den Steinen müssen die, glaube ich, sein. Der erste ist links, 5 Meter vor dem Gravel Road Schild. Ah, hier ist so platt getreten ein bisschen. Ich habe halt auch keinen Plan, wie das aussehen soll, weißt du? Wonach wir. Ah, da, das rote. Bestimmt. Eins? Da, dieses. Was erkennst du denn da? Das da sieht aus wie eine Echse. Das links. Wir sind halt noch mehr in dieser roten Farbe, aber. Ist das denn Blut? Boah, was ist das für eine Farbe? Nee. So, Freunde, wir suchen das zweite, aber das Problem ist, hier sind irgendwie ganz viele Wespen oder Bienen oder so, die hier chillen. Aber, liebe Freunde, man darf keine Bienen töten. Bienen sind wichtig. Ich glaube, das sind sogar Bienen. Als ob wir die töten, dann laufen, Nein. gehen die auf uns los. Das heißt, wir müssen jetzt einmal ganz flott durchlaufen. Sieht so nach nichts aus, wenn man die Kamera dahin hält, aber das hört sich. Ey, summt einfach komplett alles um uns herum. Aber wie weit müssen wir denn laufen? Hier schon, hinter dem Baum.
Hinter dem Baum? Also ich will einfach, bis wieder Sonne ist da hinten. Okay, wir laufen jetzt los. Ich hätte die ganze Angst, dass mir eine... Hier sind immer noch ein paar. Die waren schon welche fleißig und haben hier so einen Weg gebaut. Wenn ihr irgendetwas sucht, folgt einfach dem plattgetretenen Weg. Ah, da vorne ist die Höhle. Ich würde fragen, mich würde interessieren, aus welchem Jahr. Soll 200 Jahre alt oder so sein, glaube ich. Ah, da hinten geht's noch weiter. Bro. Crazy. Hi. Baby. Alter, der Vogel bleibt einfach bei dir. Hier sind noch weitere Zeichnungen. Alter, bis da hinten hin. So, wir sind jetzt in Christchurch angekommen und Jule ist schon zur Küche gegangen. Ich musste eben noch bei einer Werkstatt anrufen, weil wir neue Reifen brauchen. Die sind nämlich so abgenutzt, es wird Zeit für neue Reifen. Und hey, anrufen ist so eine Sache bei mir. Ich weiß nicht, ob wahrscheinlich haben das einige Leute von euch auch, aber ich kriege jedes Mal so Panik, wenn ich telefonieren muss. Das ist für mich immer so... Ey, ich war am Zittern am Ende. Vor allem auf einer anderen Sprache. Also ich finde es schon schlimm, auf Deutsch zu telefonieren. Und da muss ich auch noch auf Englisch. Ich wusste plötzlich nicht mehr, was ich überhaupt sagen wollte. Ich war so, boah, der arme Typ am Telefon, ne? Aber ja, ich hab's geschafft. Und jetzt suche ich die Küche. Ich glaube, meinte sie, ist es hier? Da ist Jule. Sie hat mich nicht gesehen. Jule hat sich heute ganz viel Mühe gegeben. Ja, ich bin nicht so hungrig, deswegen. Meint sie sowas? Aber es ist eigentlich das Gleiche. Drüber zu machen, weil dann sieht es nicht mehr so schön aus, oder? Da läuft so ein Sender, das findet mein Papa voll interessant. Mit so Flugzeugen, Motorrädern. Also Papa, hier ist was für dich. Guck das nur für dich. Die Olle braucht ja alles so ewig, Alter. Leute. Leute, ich will doch nur duschen. Was ziehst du denn an? Ach gut, so ein langes Oberteil. Brauchst dich gar nicht hinknien, Alter. Hinarm. Hin Ellbogen. Nein, hin Unterarm. Ich bin aber auf dem Ellbogen, guck doch mal. Ach so. Let's go. Fertig? Mhm. Neuen Schlüpper. Ach ja, gut, dass du mich daran erinnerst. Das hätte ich keinen mitgenommen. Ich habe gestern ganz vergessen, den Wochenvlog zu beenden. Wir sind jetzt schon am nächsten Tag, aber ich hoffe, euch hat der letzte Wochenvlog gefallen. Schaut gerne wieder beim nächsten rein. Schaut euch alle letzten an, die ihr noch nicht geguckt habt. Und 1 Kilometer links abbiegen auf Grabform Street Richtung St. Albans. Und ich hoffe, euch hat dieser Wochenvlog gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.